Nicht so schnell wie. Nicht so schnell, habe ich gesagt. Was ist das? Warum? Ich komme hier nicht weg. Wollt hier hoch? Also. Okay. What the hell? Was war hier los? Ich habe doch dort oben auf der Karte hier diese Blockaden gesehen und dachte, naja gut, aber die sind ja aus dem Weg. Wo ist mein Auto? Mein Motorrad? Okay. Aber, nee, hier hochlaufen ist jetzt auch blöd. Dann gehe ich lieber hier unten lang. Dann erlebe ich vielleicht noch was. Da, wo Johnnys Schatten ist? Vielleicht. Vielleicht war das Johnny. Ich hat Johnny einfach gesagt, nee. Du fährst dann nicht hoch. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Hier ist ja nicht mal irgendwie Map-Ende oder so. Ich gehe mal jetzt ein Stück weiter und dann hole ich nochmal mein Motorrad. Ach, gerade mein Motorrad wird dort unten angezeigt. Richtig wild jetzt hier. Mir kommt was ein. Habe ich eigentlich bei meinen Waffen freie... Okay, ich konnte immerhin ein Zielfernrohr einsetzen. Nein, wir sind jetzt auch noch nicht so oft durch die Stadt gelaufen. Eigentlich ist das auch mal ganz nett. Nicht witzig. Dauert halt nur, bis wir da sind. Okay. Ich hol mal unser Motorrad. Okay, es fährt wieder. Normaler Geschwindigkeit. Ups, kalt. Es wird jetzt wieder ein bisschen zu schnell. Ich fand die Geschwindigkeit gerade eben sehr angenehm. Oh, kein Unfall gebaut. Jetzt hier hoch? Nee.
wissen ja auch nicht, auf welcher Spur sie fahren wollen. Oh! Lasst mich aus! Ich hab damit nichts zu tun! Habe ich schon mal jemanden gebracht. Das habe ich aber offline gemacht. Ich habe offline mal jemanden aufgesammelt. Der hatte sich Cyberware gekauft. Für untenrum. Aber die hatte eine Fehlfunktion. Und da habe ich jemanden hier zu dem Ripperdog gebracht. Damit ihm geholfen wird. Warum sind denn jetzt hier böse? Lass das los! Wie wär's mit einem Blatt? Hey, soll ich hier verrecken? Ja gut, wenn ihr meine Deckung nicht umschießt. Lade nach! Die töten uns! Eine nach dem anderen! Lebt noch jemand? Los, los, los! Wie wär's mit einem Bleieinlauf? Du bist einfach dort hinten geblieben. Du hast auch eine krasse Waffe. Ach, da ist noch einer. Tatsächlich finde ich das mit dem Zielfernrohr irgendwie verwirrend. Man kann es mir auch nicht recht machen, ne? Oh, neuer Cyberpsycho. Ah, so ein Cyberpsycho. Weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf habe. Wir machen bestimmt mal einen im Stream, aber Cyberpsychos sind halt so kleine Bosse hier in dem Spiel. Ey, Teacher Ötzi. Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man's nimmt. Was hast du so? Such was aus. Warte, er wollte mir doch was geben. Dachte, ich krieg hier was umsonst. Hol dir deine Belohnung im Ripperdog-Inventar von Cassius Riders Klinik ab. Warte. Jedes Mal, das ist auch nicht wie, auf jeden Fall so eine Belohnung. Da müssen wir halt natürlich das Spiel vorbeischauen. Ich dachte, ich krieg was Cooles. Hm.
Aber das kostet doch alles Geld. Minus 10% Ausdauerkosten fürs Schießen wäre auch gut. Erfolgreiche Takedowns verleihen 15 Sekunden lang Plus beim Schaden von Kopfschüssen und 15 Sekunden lang Plus 6 Bewegungstempo. Die Frage ist immer, meint die mit Takedowns die Attentate von hinten quasi oder einfach Takedowns, also einfach jemanden töten? Hallo Palamos, schönen guten Nachmittag. Für die Arme habe ich noch gar nichts. 15.000. Ich will jetzt nicht 15.000 ausgeben. Die Anzeige sieht aus wie ein Messer. Das, was ich hier hatte? Ich hätte schon gern was Neues, aber... Das hier... Ich weiß nicht, warum. Hier ist halt... Ja, also ich kann halt nur bis 77 Punkte Cyberware nutzen. Und nur wenn ich die Edgerunner-Fähigkeit hätte, könnte ich jetzt hier drüber. Deswegen sieht das so komisch mit dem Gelb und Rot aus. Ich habe hier bei Panzerung, guck mal, ich kann bis zu 378 Punkte bei Panzerung ausgeben. Ich bin aber nicht so der Panzerungsmensch. Ich bin halt so der Hau drauf und Schießmensch. Lieber ducke ich mich halt weg, so. Hier wäre halt noch ein bisschen Panzerung, aber brauche ich das? Plus 38% Tragekapazität. Ich kann jetzt mehr tragen. Ja, keine Ahnung, ob ich... Hallo, Django. Wer Panzerung braucht, weicht falsch aus. Ja, ich duck mich halt einfach immer. Ich versteck mich und schieß aus der Deckung. Also tatsächlich gucke ich immer eher auf Angriff und Schaden als auf Panzerung. So. Und mehr Tragekapazität ist halt praktisch, weil ich sammle immer alles ein. Alles, was ich finden kann, sammle ich ein. Und wenn ich es danach wieder verkaufe. Aber erstmal haben. Nahkampf nutze ich nicht so. Ich glaube, ich hole mir noch das Ausdauerkosten fürs Schießen. Dann bin ich aber hier gleich bei meinem Maximum aktuell. Ich könnte auch noch Sachen verbessern, aber... So, kriege ich jetzt meine Belohnung? Ich habe jetzt Geld hier gelassen.
Bist auch noch relativ am Anfang, oder? Hab das Game auch erst vor kurzem angefangen. Ist echt mega. Ja, also ich bin jetzt so bei... Wir könnten ja mal speichern. Warte mal, wir sind ungefähr bei... 18 Stunden? Level 16. Also ja, ich habe das erst vor 1-2 Wochen im Stream hier angefangen. Und spiele es auch ausschließlich im Stream. Ich würde sagen, ich bin schon noch gut am Anfang, ja. Und ich mag es auch sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das doch so begeistert, das Spiel. Ich will mein Aussehen aber nicht verändern. Ich dachte, ich kriege eine Belohnung. Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man es nimmt. Er hat keine Belohnung für mich. Chat ist gelogen. Tschüss, DJ Ötzi. Ist die Quest kaputt? Und was meinen die mit Ripperjog Inventar? Ich glaube, die Story ist auch richtig gut, was ich bisher gesehen habe. Meiste Zeit bisher in Nebenmissionen versenkt und das Game erst ein bisschen kennengelernt. Ich habe tatsächlich einmal offline ein bisschen gespielt, aber da habe ich auch nur so Nebenmissionen gemacht. Also im Stream gibt es halt auch hauptsächlich Hauptstory. Aktuell habe ich ein bisschen das Problem, dass ich auch noch mit Assassin's Creed Mirage angefangen habe. Und ja, muss jetzt meine Zeit so ein bisschen einteilen. Wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass mich das Spiel hier so anfixt. Jetzt muss ich meine Liebe irgendwie auf zwei Spiele aufteilen. Aber ich denke, wir werden noch viel Zeit hier in Night City verbringen im Stream. So wie es aktuell scheint. Okay, ich weiß nicht. Entweder ist die Mission Buggy oder ich weiß nicht. Ich komme später nochmal wieder. Was können wir jetzt sonst noch so machen? Wir haben ja ein bisschen was zu tun. Assassin's Creed soll ja nicht so lang sein. Ja, das finde ich auch sehr gut. Die letzten Assassin's Creed Teile habe ich nicht gespielt, weil die mir zu groß waren. Assassin's Creed ist ja bald durch. Also ich habe laut meiner PlayStation 9 Stunden gespielt und 60% Hauptstory-Fortschritt. Aber ich möchte ja auch... Ich möchte eigentlich Assassin's Creed 100% machen. Ja, ein bisschen beschäftigt bin ich damit noch. Und wir können übrigens tatsächlich mehr tragen jetzt. Okay, Chat, was machen wir jetzt noch für eine Aufgabe? Was ist das hier? Aber das ist draußen in den Badlands irgendwo. Sprich mit den Zwillingen. Also das könnten wir vielleicht jetzt machen. Jetzt habe ich 4000 Eddies, die ich ausgeben könnte, oder? Aber Nahkampf. Wie war nochmal die Nahkampfsteuerung? Warte mal, wir haben doch hier... Nahkampf.
Aha, schwerer Angriff, blocken. Okay. Wir gehen mal gucken. Wir versuchen jetzt mal den Kampf. Vielleicht läuft das mit dem Kampf ja besser. Als mit dem Schießstand. Ich habe diese Mission mit Panam. Diese Mission mit Takemura und diese Mission hängt, glaube ich, so ein bisschen mit Judy zusammen. Ich kann ja mal gucken. Warte mal, abgeschlossen. Kann ich das hier irgendwie filtern? Warte, sortieren. Nächste, neueste. Ja. So richtig clever sortieren kann man das hier, glaube ich, nicht. Das reicht schon. Okay. Gut. Ich habe dir gerne weitergeholfen. Weil es gibt ja nicht so die Main Story irgendwie. Es gibt halt, wir haben Judy, Panam und Takemura aktuell als Hauptquestgeber, würde ich mal sagen. Jetzt hier wieder vorbei, wo gleich jemand auf uns schießen will. Oh, Action. Ich wollte nur wissen, ob du weiter bist, wie ich wegen Spoiler gefahren. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich bin da auch immer sehr penibel, was Spoiler angeht. Ich will mich auch nie spoilern lassen. Aber ich denke, ich werde heute auch nicht mehr so eine große Main-Quest anfangen, weil ich habe heute leider nur bis 17 Uhr Zeit. Deswegen dümpel ich jetzt hier noch so ein bisschen rum und mache so Nebensachen. Und mache dann morgen mit den Main-Quests weiter. Mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Ihr habt nicht so eine große Klappe. Eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also können wir anfangen? Zeigt mir, was ihr drauf habt. Ich sterbe. Das ist zum Beispiel, was war Ausweichen-Taste? Was war die Ausweichentaste? Wir oben schon und bei. Du? Hast du genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Ein 0%? Das ist nicht mein Bruder. Das bin ich. Mein Gott, der ist doch nicht so schwer. Hier, dein Gewinn. Wo ist mein Gewinn? Nicht übel.
Keine Sorge. 10.000. Das geht über einen nächsten Kampf. Hör auf, mit dir selbst zu reden. Ich hatte gerade, die Mission ist auch buggy. Weil das gerade ewig nicht weiterging. Hey, hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt 4 linke Hände. Fick dich! Auf PS5 Kreis, aber ich spiel PC. Ich glaube, es war irgendwas mit Shift, Steuerung oder Alt. Ich weiß nur, dass das eine Taste war, wo ich nicht so automatisch hinkomme. Also nicht so intuitiv. Aber es hat ja irgendwie funktioniert. Aber kann es trotzdem sein, dass die Leiste oben, die Gegnerleiste, nicht auf 0% war? Als ich das eine Mal geguckt habe, war das irgendwie bei 76%. Oder hat jeder seine eigene Leiste? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das nicht mitgeschnitten. Einer allein wäre anatomisch schon unfair. Ah, wir haben den alle gemacht. Kannst du deinen Controller nicht an PC anschließen? Ich könnte auch einen Controller anschließen, aber ich habe jetzt mit Maus und Tastatur angefangen. Mache ich jetzt auch mit Maus und Tastatur weiter. Ich glaube, sich mittendrin in dem Spiel umzuentscheiden, ist schwierig, was Steuerung angeht. Ich habe gehört, du hast die freakigen Zwillinge vermöbelt. Gute Arbeit weiter so. Gerne doch. Ja, die hat einen neuen Auftrag. Das machen wir jetzt aber nicht. Akako, das Geld sollte bereits auf dem Konto. Ich habe noch was für dich, ein Direct Link. Du kannst ihn dir bei... Hä, aber ich konnte bei dem nichts abholen. Oder geht das jetzt erst, wo ich die SMS gelesen habe? Komm doch mal in meiner kleinen Gemeinde vorbei, wenn du Zeit hast. Dann unterhalten wir uns ein wenig. Sebastian. Ich will das jetzt gern wissen, ob das jetzt geht. Oder ob die Mission verbuggt ist. Wir fahren nochmal zurück. Dann haben wir die Mission kaputt gemacht, weil wir hier erst rumgeballert haben. Ich verstehe es nicht.